Ja, grüßt euch, Freunde. Servus. Nächste Folge von You. Wieder eine neue Farbe bekommen. Rot. Sehr schön. Und wir haben wieder einen Brief von unserer verschollenen Freundin. Did you know, Hugh, that every language first has a word for black and for white, for dark and for light? Oh, das wusste ich nicht. The first color described afterwards is always red. The color of blood and wine. The color of anger. The anger I felt when I was told my experiments had gone too far. When Dr. Gray sided with the university, stopping my research altogether. For all our languages, for all our ways to communicate. It's funny how sometimes we simply cannot. It leads people to do things they regret. To steal, to break, to forget what is important. Bloß zwischendrin mal kurz schauen, ob nicht. Was verborgen ist. Ach, endlich mal wieder eine etwas schönere Höhle oder halt dieses Feeling von Höhle. Ach, jetzt weiß ich, wir sind wieder hier am Anfang. Ja, wir sind wieder am Anfang. Genau. Schaut, da kann ich durch. Das war wieder das. Ja, genau, der Höhleneingang. Und da hatten wir ja die Rot noch nicht. Jetzt haben wir Rot. Jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Da komme ich jetzt nicht hoch. Oh, Gras. Und immer wieder sind so ägyptische Symbole mit drin, ne? Auch schön. Once a seed has taken root, it doesn't take long for it to grow, to nurture and blossom into something beautiful. The seed of knowledge was planted in my mind, and I wasn't prepared to let it wilt and die. The university claimed my experiments were unethical, that altering the fabric of our reality was dangerous. They were unflinching. My research was confiscated and my contract terminated. Following my expulsion, I was left with no choice but to uproot and move us both far away. I knew of a small fishing village a boat ride from the university, where I hoped my reputation wouldn't precede me. You and I moved into a humble home, which is now where you've spent most of your childhood. Gespannt, was als nächstes folgt.
Ist auf jeden Fall ein bisschen entspannend. Nicht nonstop am Stück Rätsel lösen zu müssen, sondern einmal einfach ein paar Gänge einfach zu gehen. Aber ja, weil wir es gerade von Rätseln hatten. Ja, das sind jetzt wieder Schalter. Das heißt, wenn ich den blauen da drauf werfe, auf den unteren Schalter, ist es meine erste Intuition. Die aber nicht stimmt, weil der rote auch auf dem Schalter liegt. Das heißt, rot ist, obwohl es auf der Kiste unten den Schalter drückt, ist rot oben sichtbar. Das kann nur eins bedeuten. Ich muss die Kisten zwar auf die Schalter machen, aber ich werde sie in umgekehrter Reihenfolge... Ach nee. Ja, okay. Na gut, das ist jetzt nicht so schwer. Okay, das ist jetzt mal ein relativ leichter Anfang. Jetzt habe ich eine vierte Farbe. Genau, ich muss dann bloß die einzelnen Farben. Jetzt, wenn ich blau wegmache, komme ich hier. Aha. Das heißt schon, ich muss sie umstellen unten. Weil sonst... funktioniert's nicht. Probieren wir es einfach mal aus. So, jetzt habe ich blau. Schön, bleibt offen. Jetzt tun wir rot weg. Bleibt offen. Jetzt tun wir gelb weg. Sehr schön. Jawohl. Das war ja noch machbar. Köpfe. Tja. Ich hab doch rot. Ich hab's doch gehabt. Gut, man hat schon genug Zeit, ne? Ach Gott. Ja, okay. Gelbe Kiste. Gelbe Kiste. Ja gut, das ist eigentlich, sage ich einmal, so, dass ich... Ja, ich tippe mal drauf. Ich muss die gelbe Kiste...
Ja, nee, das haut nicht hin, ne? Dann muss das auch erst offen bleiben. Beziehungsweise. Oh, wow, pass auf. Das Ding muss ich ja erst rüber kriegen. Oh, da habe ich jetzt keinen Plan. Pass mal auf. Wenn ich die gelbe Kiste kann ich da nicht reinschieben in das Loch, weil da geht die Tür zu. Ich brauche jetzt erst die gelbe Kiste, um da hochzukommen und das blaue Teil praktisch rüber zu schieben. Ja, das wird sein. So. Das Blaue muss ich jetzt darüber tun. Ach, da ist ja noch eine Kiste. Die könnte ich mir praktisch da herholen. Ja. Dann schiebe ich jetzt das Teil daher. Dann komme ich mit dem Teil da wieder hoch. Dann könnte ich erst einmal das Gelbe daher schieben. Dann schiebe ich das auf den Sockel, dann wechsle ich zu Blau und hole mir das rüber. Dann wechsle ich zu Lila, dann bleibt es offen. So. Dann hole ich mir den Schlüssel. So. Und da ist die Tür. Sehr schön. Schlüssel, juhu. So. Ja gut, das kriege ich jetzt nur, wenn ich mir die Kiste da drüben hole, ne? Halt. Ah ja, okay, so. Die kann ich jetzt runterschieben. Haha.
Jetzt ist natürlich so, dass wahrscheinlich. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank hat das gehalten, weil wenn der jetzt schneller runtergesaust wäre, dann weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte. Da ist eine rote Kiste da oben. Die holen wir uns mal. Die holen wir uns mal, weil wahrscheinlich brauche ich. Ach so, na warte mal, ich könnte ja in einer. Oh, das ist Timing. Das war jetzt fies. Das war richtig fies. Ui! Ja, leck. Das. Leck, leck, leck. Leck. Oh nö. Noch mehr Totenköpfe. Pff. Wie soll denn das bitte gehen? Da muss ich ja praktisch in die Farbe. So, jetzt müssen wir. Ja, ich denke, das müssen wir runterholen, ne? Warte mal, wie hat es denn jetzt da ausgeschaut? Naja, gut, die Kiste muss ich dann immer. Ja, die muss ich dann immer ins. Oh, das ist aber fies, ey. Das ist ja heftig, das ist heftig. Thank you.
mich bloß ziehen, glaube ich. Das ist meine einzige Chance. Ach nee, verdammt nochmal, verdammt nochmal. Ah, das war aber jetzt echt knapp, ne? Habt ihr gesehen? Aber wie soll ich das machen? Ach nee, bin ich doof. Ja, jetzt, ich denke, ja, die Zeit erlaubt mir zu sagen, die Folge endet hier. Ich probiere es in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen, macht noch euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.